Ja, danke und auch von meiner Seite ein recht herzliches Grüß Gott. Wenn die Finanzierung schwieriger wird, gründen Sie Ihre eigene Bank. Sicherlich ein sehr provokanter Titel oder provokante Überschrift. Ich glaube, dass die Finanzierung schwieriger werden. Das ist kein Thema, das man an der Stelle heute fast nicht erläutern muss, wenn man dann nur die Presse verfolgt, was so in den letzten Wochen, Monaten geschrieben wird. EBA, die Europäische Bankenaufsicht, hat erwartet, Kreditklemme ist groß in Handelsblatt, in Financial Times gestanden, vor auch relativ kurzer Zeit. IWF, Internationale Währungsfonds, befürchtet Kreditklemme. Vor ein oder zwei Tagen war im Handelsblatt wieder gestanden. Standard & Poor's, stürmische Zeiten für Kredite, also auch Kreditklemme, Kreditschwierigkeiten wird erwartet. Und wenn man die Studien alles so anschaut, geht es immer in die Richtung, die Banken wollen ihr Risiken abbauen, die Banken wollen mehr Sicherheiten, die Banken wollen sich mehr auf die sichere Seite stellen. Verschiedene Engagements werden runtergefahren. Und es sind nicht bloß die Kleinen, es sind nicht die Großen, es sind Themen, ich erfahre es täglich, vom Handwerksbetrieb bis zum großen Unternehmen, die zunehmend Schwierigkeiten bei Banken bekommen. Und ich glaube, wir sind hier ganz am Anfang, wo es die ersten, vielleicht ein bisschen auch die schwierigeren Fälle erstmal spüren, aber wo wir noch in ganz andere Dimensionen kommen wollen. Ja, wenn die Finanzierung schwieriger wird, also da bin ich überzeugt und das unterstelle ich einfach mal, die werden schwieriger werden, gründen Sie Ihre eigene Bank. Eine Bank braucht man sicherlich nicht gründen, das ist zu aufwendig. Dann hat man es vielleicht selbst bloß ein Institut, das Probleme hat. Aber was jeder Unternehmer, glaube ich, machen muss, er muss sich zum einen um Mittelherkunft einerseits kümmern und andererseits um Wege, Mittelabflüsse zu vermeiden. Und ein Tool, ein Werkzeug, das gar nicht neu ist, das ich seit 21 Jahren mache, damals bei großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vor allem börsennotierte und für große Unternehmen, seit 1999 ausschließlich, aber da mehr für kleine, mittelständische, immer noch für große Unternehmen, also auch für viele Unternehmen, über 1000 Mitarbeiter, aber auch für die Unternehmen von 20 oder von 10 bis 100 Mitarbeiter, also für den typischen Mittelstand. Ja, und ich möchte das Ganze beleuchten vor dem wirtschaftlichen Umfeld. Und zwar das Erste, wenn wir uns die Bankenlandschaft anschauen, da haben wir das Thema restriktive Kreditpolitik. Und restriktive Kreditpolitik heißt, wir müssen uns um alternative Finanzierung kümmern. Wir müssen schauen, dass man alternative Mittel herkommt. Ob das Leasing ist, ob das Factoring ist, ob das das Instrument ist, das ich Ihnen heute vorstelle als langer, langfristiger, solider Bodensatz oder wie man auch die verschiedenen Instrumente miteinander verknüpft. Das kann unterschiedlich sein, aber die Bankenseite wird mit Sicherheit hier was erforderlich machen. Ich schaue mir die Versicherungsseite an und mit Versicherungsseite meine ich nicht jetzt eine Feuerversicherung oder irgendwo eine betriebliche Haftpflichtversicherung oder ähnliches. Mit Versicherung meine ich unsere Lebensversicherungslandschaft, die häufig eingesetzt wird beim Unternehmer selbst, einerseits für die Versorgung und auch für die Versorgung der Mitarbeiter, was gar nicht so unkritisch ist. Wenn es Fragen nachher gibt, gehe ich gern tiefer drauf ein. Aber was mit Sicherheit insoweit problematisch ist, dass wir zum einen sehr schlechte Leistungen haben. Auch das können Sie in der Presse lesen, was im Handelsblatt drin stand, auch vor, ich glaube, 3-4 Wochen. Banken frisieren ihre Bilanzen und da war im Prinzip drin gestanden, dass es 14,5 bis 20 Jahre dauert, bis das eingezahlte Kapital vorhanden ist in der Versicherung. Das heißt auf gut Deutsch, wer sich in ein Bettengeschäft geht, altes Kopfkissen kauft, geblümt oder irgendwas, was nicht mehr modern ist, für 2 Euro, dort das Geld einsteckt, der schlägt mindestens über Zeit lang von 15, 20 Jahren jede Versicherung, der hat in dem Kopfkissenbezug deutlich höhere Rendite als bei der Versicherung. Das ist aber gar nicht das große Problem, die schlechten Leistungen. Ökotest hat es vor kurzem auch Studie rausgebracht mit, selbst wenn einer 85 Jahre wird, negative Renditen von minus 1,86 im Jahr, minus 1,45, minus 1,46% pro Jahr. Negative Renditen, selbst wenn einer so alt wird, wenn einer früher versterben sollte, natürlich deutlich schlechtere Renditen. Das größere Problem an Versicherungen, und das ist ein Thema, was sich auch jeder Unternehmer damit beschäftigen muss, das ist das Thema Staatsanleihen statt Realwerte. Wenn ich noch so einen kurzen Schwenk mache in das Thema betriebliche Altersversorgung, da funktioniert das meiste in der Praxis oder sehr viele Fälle über klassische Lebensversicherungen. Und die klassischen Lebensversicherungen, wo investieren die? Die investieren in Staatspapieren. In welchen? Das weiß man nicht so genau, das sagen die auch nicht. Wir können mal vermuten, die investieren in deutschen Staatspapieren, da haben die letzten teilweise negative Renditen gebracht, teilweise Renditen von null.
Langläufer vielleicht mal Renditen von irgendwo von 2%, wie die damit Renditen darstellen von 1,75 oder die alten Versicherungsverträge haben noch Garantien von 4%. Da fehlt mein mathematisches Verständnis. Also ich vermute, dass die zu einem ganz großen Teil griechische, italienische, spanische, die bringen dabei 7-8% und mehr Prozent, schlichtweg dazu mischen müssen. Und das ist einfach ein Thema. Das ist in der betrieblichen Alterssorge wirklich ein Thema, weil wenn Sie in der betrieblichen Alterssorge ins Gesetz reinschauen, dann steht drin, Sie als Arbeitgeber haften für die erteilten Zusagen. Und da sagt vielleicht der eine oder andere, ich mache ja gar keine Zusage, meine Mitarbeiter machen ja bloß Direktversicherung und noch ein paar machen Pensionskasse. Sie machen bei jeder betrieblichen Alterssorge immer eine Zusage und kein anderer macht eine Zusage als Sie selbst. Es kann nur der Unternehmer Zusage machen, kein anderer kann eine Zusage machen. Vielleicht sind Sie sich nicht so bewusst, vielleicht ist es irgendwo mehr oder weniger geschickt, mehr oder weniger versteckt, mehr oder weniger kurz im Antrag mit eingefügt, aber die Zusage und die Verpflichtung machen immer Sie selbst. Und im Betriebsrentengesetz, bessere AVG, da steht, das ist ein arbeitsrechtliches Schutzgesetz, da steht drin, in § 1 Absatz 1 Satz 3 steht drin, der Arbeitgeber haftet auch bei mittelbarer Durchführung, also das heißt auch wenn Sie jetzt eine Direktversicherung oder Pensionskasse oder Pensionsfonds oder was auch immer, oder rückgedeckte Unterstützungskasse, was auch immer einsetzen, der Arbeitgeber haftet für die Erfüllung. Na okay, wenn wir jetzt mal schauen, welches Gesetz, das gilt für Sie als Arbeitgeber, welches Gesetz gilt für die Versicherung, dann müssen wir in das VAG, in das Versicherungsaufsichtsgesetz reinschauen. Und da blättert man dann bis in § 89 und in § 89 steht dann drin, wenn ich die Geschäftsführung eines Unternehmens, also da geht es um die Versicherung, die Geschäftsführung, nicht der Kapitalmarkt, die Geschäftsführung nicht mehr erlaubt, die Leistungen langfristig und auf Dauer zu erbringen, kann im Prinzip die Leistung auch herabgesetzt werden. Dann steht im Absatz 2 steht drin, die Pflicht zur Beitragszahlung bleibt davon unberührt. Also die Versicherer haben durchaus die Möglichkeit, dass die Garantien herabgesetzt werden. Das steht wörtlich dann drin, Auszahlungssperre, Sperre von Rückkaufswerten und so weiter, ist jederzeit möglich, in entsprechenden Voraussetzungen. Sie als Arbeitgeber haben das Thema nicht. Also auch das Thema möchte ich heute vor allem gerade unter der Veranstaltung, unter der Trägerschaft, wo es wirklich um nachhaltige Anlagen geht, wo es um Realwertanlagen geht, wo es um einen breiten Vermögenswert geht, einfach als ganz wichtigen Punkt sehen. Für mich ist das einer der bedeutendsten. Auch ein ganz wichtiger und einer, den wir von sehr vielen Unternehmen hören, ist das Thema Mitarbeiterbindung, Fach- und Führungskräftebindung, Mitarbeitergewinnung. Egal, wo ich den Vortrag halte, ob ich in Regensburg bin oder in Kiel oder am Bodensee oder letzte Woche im Saarland oder letzten Freitag in Halle oder vielleicht auch mal in Dresden, egal in welchem Bundesland, egal welcher Ecke, wir haben überall ein Problem mit Fach- und Führungskräftebindung, wir haben überall ein Thema mit Mitarbeiterbindung. Egal wie hoch die Arbeitslosigkeit ist, auch egal welche Branche das ist, auch in den vermeintlich ganz einfachen Branchen, nicht bloß in IT und Ingenieure und solchen Themen, das ist überall ein Thema und ganz wichtig, Bestandssicherheit des Unternehmens in Krisenzeiten. Und Bestandssicherheit in Unternehmen in Krisenzeiten ist für mich so eine Art Durchhaltevermögen. Und Durchhaltevermögen heißt, wie liquide bin ich, welche Substanz habe ich, wie liquidierbar ist meine Substanz, wie werthaltig ist meine Substanz, wie weit kann meine Substanz durch einen Währungscrash, eine Währungsreform, ein Euro-Desaster in Mitleidenschaft gezogen und wie stabil stehe ich da. Und das sind Themen, die wir uns heute vor dem Hintergrund anschauen werden und anschauen wollen, weil für diese Themen sind letztendlich Lösungen gefragt. Einerseits für die Finanzierungsseite und auch für das Thema zunehmende Bankenunabhängigkeit, was für mich ein ganz wichtiges strategisches Ziel ist. Das Thema Mitarbeiterbindung, mit dem muss sich jedes Unternehmen beschäftigen. Wir machen teilweise Studien wegen Blockalterung, wie schaut es aus, was kommt. Also wir bauen auf anderen Studien auf und machen nur, sagen wir so, Szenarien. Und auch das Thema Wachstum und Sachwertanlage, wo investiere ich im Unternehmen, wo lege ich Gelder an, wo lege ich auch Gelder vom Mitarbeiter an, wie kann ich Wachstum erreichen, wie kann ich Wachstum finanzieren. Die Unternehmen gehen nicht in die Insolvenz teilweise, weil sie nichts wachsen oder weil sie keine Aufträge haben. Die gehen in Insolvenz, obwohl sie Aufträge haben, weil ihnen keiner den Auftrag vorfinanziert, weil keiner sagt, ich mache das, weil keiner sagt, ich kaufe dir den dritten oder den siebten LKW oder ich finanziere dir die Lieferung dahin oder ich finanziere dir den Auftrag. Und für das sind schlichtweg
Problemlösungen gefragt. Und was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist die Unternehmensklasse als altes betriebswirtschaftliches Gestaltungsinstrument, weil eben Innenfinanzierungsmodelle, variable Modelle, Modelle mit freier Kapitalanlage, die führen einfach für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber zu Vorteilen. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Innenfinanzierung, wir brauchen die Möglichkeit, etwas individueller aufs Unternehmen zuzuschneiden und wir brauchen die Möglichkeit, freie Kapitalanlage, dass ich investieren kann, wirklich frei in Realwerten, in Sachwerten, in Edelmetallen, in strategischen Metallen, in verschiedenen anderen Dingen und das Geld wirklich werthaltig, nachhaltig investieren kann. Und was ich Ihnen heute vorstelle, ist die pauschaldotierte Unterstützungskasse. Die pauschaldotierte Unterstützungskasse ist nichts Neues, das ist auch nichts, was ich erfunden habe, das ist auch nichts, was Fels erfunden hat. Das ist der älteste Durchführungsweg in Deutschland. Der ist zwischenzeitlich gut 160 Jahre alt. Mit Dückau von Krupp und so weiter ist in Mitte 1800 ist es losgegangen. 1872 ist Siemens dazugekommen. Kennen vielleicht manche den Spruch, in München gibt es eine Bank mit angeschlossenen Elektroladen. War die Unterstützungskasse, die Unternehmenskasse von Siemens, ist weitergegangen durch eine Vielzahl von Unternehmen und eine ganz große Zahl von mittelständischen Unternehmen, von große mittelständische, bekannte Unternehmen sind dadurch gewachsen. Quer durch alle Branchen, selbst die Banken, vor kurzem nochmal nachgelesen, Hörner Bank, Privatbank in Deutschland, seit 1935 haben es die Unternehmenskasse, also die pauschaldotierte Unterstützungskasse, 2003 haben es die pauschaldotierte Unterstützungskasse dann für ihre Bankkunden geöffnet, um auch hier was zu machen. Also quer durch alle Themen und auch selbst im Kreditgewerbe in der Bank selbst das Ganze implementiert und auch, sage ich mal, mit Förderung, wo auch die Bank selbst das gut findet für ihre Kunden, weil eine Bank hat auch nur von Kunden, der lebt und der überlebt. Also das heißt, es ist wirklich eine Symbiose und ich glaube, wir kommen auch immer mehr in die Denkwelt, wo wir verstehen, nicht jeder ist allein am Planeten, sondern Gewinne der Zukunft werden oft durch Teilen gemacht und Gewinne der Zukunft werden auch durch Zusammenarbeit und durch Zusammenwirken gemacht.